Fantastische Schnäppchen und Mega-Modedeals bei der Outlet-Messe 2018. Die Verkaufsmesse mit Super-Sale für Fashion und Accessoires lockte zahlreiche Kunden in die Messehalle Hamburg-Schnelsen. Zahlreiche Aussteller präsentierten sich auf der Messe mit mehr als 160 Marken und boten ein umfangreiches Angebot an Damen-, Herren- und Kindermode und verschiedenen Accessoires an. Ja, wir veranstalten heute von der Messehalle Hamburg-Schnelsen die vierte Outlet-Messe. Nach der sehr erfolgreichen Messe im April diesen Jahres haben wir noch einen zweiten Termin reingesetzt, auf vielfachen Wunsch der Aussteller, weil die Messe im April so erfolgreich gewesen ist, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt noch einen zweiten Termin in diesem Jahr machen. Also natürlich Einzugsgebiet, Großraum Hamburg. Wir greifen ja bis Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein. Das heißt also, attraktiv für die Besucher und für die Aussteller ist natürlich dann der große Publikumsandrang. Wir haben im April über 3.500 Besucher hier in der Messe gehabt. Es wurden auch sehr, sehr gute Umsätze der einzelnen Aussteller gemacht. Das heißt, alle Aussteller, die im April dabei gewesen sind, sind überwiegend jetzt auch wieder da. Zusätzlich noch ein paar neue, dass das Angebot für den Besucher noch attraktiver ist. Wir von der Messe als Veranstalter schnüren natürlich auch ein schönes Wohlpaket. Das heißt, es geht um die Rundumbetreuung. Wir sind ein kleines Team. Jeder Aussteller wird aber individuell betreut. Das heißt, wir können auch auf individuelle Wünsche noch eingehen, auch wenn das noch kurzfristig, was Standausstattung betrifft und so weiter, reagieren. Für uns ist es tatsächlich die erste B2C-Messe in dem Sinne. Herr Schiederich hatte mich proaktiv angesprochen und gesagt, Mensch, habt ihr nicht Lust, da mal mitzumachen? Für uns ist es tatsächlich auch ein Test, um mal zu gucken, irgendwie auch um in die Interaktion mit dem Endkunden direkt zu gehen, nicht immer direkt über den Händler. Und dann haben wir gesagt, Mensch, unser Sitz ist in Hannover-Langenhagen und dann nach Hamburg zu kommen, ist der Weg relativ kurz. Unter anderem auch sehr für uns interessant zu sehen, dass tatsächlich die Zielgruppe für uns absolut passend ist. Ich habe so viele Frauen hier heute gesehen mit Fritzi aus Preußentaschen, die sich schon seit längerem haben oder halt eben auch Fan sind, wo wir für uns dann halt einfach auch sehen, dass wir hier richtig sind. Wie gesagt, wir sind ja noch ein paar Stunden da, aber die Augen leuchten bei den Endkundinnen und es ist sehr schön. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de.